Die letzten Vorbereitungen am Start zum Krebergrennen bei Erbach. Diese Bergprüfung, in den Jahren 1921 bis 27 mit einer Ausnahme alljährlich veranstaltet, war in Vergessenheit geraten. Gestern ließ es der Motorsport- und Touristikclub Erbach nach fast 40-jähriger Pause wieder aufleben. Am Start waren rund 120 Touren- und Grand Tourisme-Wagen sowie 5 Prototypen. Das Rennen wurde in 2 Läufen ausgetragen. Als erste gingen die Tourenwagen auf die Strecke, und zwar die Klasse bis 600 Kubikzentimeter. Das ist der Steierpuch von Heinz Liedl, der es auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 76,4 Kilometern in der Stunde brachte. Damit wurde Liedl auch Sieger in dieser Klasse. Die Strecke war 3,5 Kilometer lang bei einem Höhenunterschied von 260 Metern. Die mittlere Steigung betrug 4, die maximale 6%. Hier Jürgen Gräser aus Duttweiler, der mit einem BMW 700 einen Durchschnitt von 76,2 Kilometern erreichte. Er gewann die Klasse von 600 bis 700 Kubik. Auch Michael Endres aus Durach schaffte in einem DKW F12 in der Klasse von 850 bis 1000 Kubik eine hervorragende Zeit. Er distanzierte seine Konkurrenz deutlich, Durchschnittsgeschwindigkeit 79,2 Kilometer. Nur wenig schneller als Endres war Gerhard Bodner aus Dingolfing mit diesem Glas TS 1204 als Sieger der 1000 bis 1300 Kubikzentimeter Klasse. Das ist Manfred Schieck aus Möglingen, der mit einem Mercedes SEB in der Klasse von 2 bis 2,5 Liter zwar bester war, mit einem Schnitt von 78,1 Kilometer, aber um eine volle Sekunde langsamer als beispielsweise Endres in der Klasse bis 1000 Kubik. Und hier sind die Grand Tourisme-Wagen auf der Strecke. Und zwar Andreas Schmalbach aus München, der mit seinem Fiat Abarth Bialbero in der Klasse bis 1000 Kubikzentimeter schnellster war. Hier Altmeister Sepp Greger aus München mit seinem Porsche Carrera. Er war mit dem ausgezeichneten Schnitt von 86 Kilometern in der Stunde absolut schnellster unter allen Grand Tourisme-Wagen. Günther Klaas aus Stuttgart war fast 3 Sekunden langsamer, siegte aber in der Klasse bis 2,5 Liter. Und das ist der neue Porsche GTS 904 von Michel Weber aus Offenbach. Dieser 2-Liter-Wagen mit 180 PS startete noch als Prototyp. Zwar durchfuhr Weber die Strecke nur 4 Minuten 47,1 Sekunden, 16 Sekunden schneller und absolut Tagesbester überhaupt, aber war Anton Fischhaber aus Bad Tölz mit diesem Lotus BMW. Er brachte es auf einen Schnitt von 89,3 Kilometer in der Stunde. In einem der beiden Läufe schaffte er sogar 92,1 beim Trebergrennen in Erbach.